Freunde, was ihr hier gerade gesehen habt, sind jetzt natürlich noch nicht die Bedingungen, die ihr erwartet habt. Es ist gerade noch ein Tag vor dem Speedtag. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Und heute ist super relaxed in Tarifa. Morgen steht im Forecast 30 bis 40 Knoten Levante. Das bedeutet, es können auch gut mal mehr als 40 Knoten Wind werden. Und ich habe mega Bock. Ich hoffe, ich bin morgen wieder fit. Und ich würde mal sagen, wir überspringen jetzt mal ein paar Stunden hier im Vlog. Und dann treffen wir uns mit Gunnar, mit den Briten und so weiter. Und dann geht es ein bisschen Speedsailing machen. Und dann geht es ein bisschen Speedsailing machen. Ich will auf jeden Fall meinen Rekord knacken. Ich habe mega Bock. Ich hoffe, es wird flach. Und ich glaube, wir sehen uns jetzt einfach mal morgen. Und let's go mit diesem Vlog, oder? Bis gleich. Alter. Ach du Scheiße, Mann. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier in Tarifa. Ich bin wieder einigermaßen gesund. Und es stehen im Forecast bis zu 40 Knoten. Es wurden schon 45 Knoten am Hafen gemessen unten in Tarifa. Das bedeutet, es ist heute richtig windig. Und mit richtig windig meine ich richtig, richtig windig. So windig, dass wir 5, 6 komplett überpowered fahren können. Und ich glaube, es geht jetzt mal los zum Beach. Ich habe mega Bock. Nüsse sind auf jeden Fall mit am Start. Good. Yeah, how's the wind? Gusty. Gusty? Yeah, super gusty. But proper windy, no? Yeah, proper windy. I was looking from Tarifa down, and it looked like the ocean is going goodbye. Goodbye. Yeah. It's just one big white cap. Oh, Mr. Mario Krumpert, hola, danke. Auf Wiedersehen and all that. What have you rigged? That's the wrong one. 6256. 6-2 and me 5-6, yeah. What's the plan? 40 knots? 40 knots. Top speed or wind speed? Top speed. It's, oh, well. I don't think it's records to break, you know? It's not great for speed at the moment, I think. Mir geht es gut. And how are the conditions? Gusty. Very gusty, but strong. Okay, no one cares. Jetzt am Strand. Es sieht komplett perfekt aus. Die Wellen sind ziemlich hoch. Ich schätze, ich kann es nicht genau abschätzen, aber im Forecast stand 1,5 Meter Swell und die Wellenrichtung dreht sich erst nachher auf komplett flach. Das heißt, es geht noch ziemlich ab, aber ich glaube, zwischen den Wellen kann man ganz schön gut Gas geben. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt den Spot, im Spotporn und die Bedingungen und alles. Und danach bauen wir auf und dann geht's raus. Let's go! Board ist schon aufgebaut, kleines Board mit kleiner Finne, 34 cm. So ein Ding von Gunnar, er meinte, das wäre extrem gut, wenn es ein bisschen welliger und choppiger ist. Mal schauen, wie es dann wirklich ist draußen. Und dazu baue ich mir jetzt das 5-6er auf. Und das ist das erste Mal, dass ich das 5-6er mit einem passenden Masten dazu aufbauen werde. Ich habe das letztes Jahr mal mit einem Wavemast gefahren und das ging gar nicht. Und ich bin mal super gespannt, wie das wird. Und dazu kommt jetzt der Patreon-Sticker rein. Endlich. 5-6. Frischer Mast. Freunde, ich bin jetzt
hier live auf der GoPro. Ich bin jetzt schon ganz schön genervt, muss ich ehrlich mal sagen, weil ich hier ewig brauche, um diesen Faden an die GoPro irgendwie so zu machen, dass die nicht wegfliegt, wenn ich gleich rausgehe, weil ich habe hier eine Kopfhalterung dran. Nichtsdestotrotz geht es jetzt endlich raus. Ich habe aufgebaut. Trapez noch. Let's go. Leute, es ist richtig windig, ich bin vollkommen überpowered auf 5,6 und ich merke gerade, dass ich immer noch krank bin, mein Hals fängt wieder an zu kratzen, aber macht Spaß, ich glaube, ich komme langsam wieder rein und was ich auch glaube ist, dass morgen richtig sick wird, morgen ist ein bisschen weniger Welle, aber der gleiche Wind und ja man, wie schnell ich war, weiß ich wie gesagt noch nicht, das schauen wir uns dann nachher wahrscheinlich gemeinsam an. Ich kann ja mal schätzen jetzt, ich schätze, es waren 62 km/h und das Ziel wären auf jeden Fall 70 km/h, aber es ist tricky. Ich habe noch so ein kleines Ass im Ärmel. Gunnar hat nämlich eine Speedline, also ein richtiges Speedboard und ich glaube, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mal ausprobieren. Lasst es mich mal wissen. How is it? It's good. Nice power. It's good. How are you doing? Overpowered. Oh yeah? Yeah, super overpowered. Okay. You? Yeah, it's good. It's quite difficult, but it's good. Okay.
zurück am Strand, Freunde der Sonne. Er war ganz geil, aber wie das eben immer so ist, natürlich anders als erwartet. Ich dachte am Anfang so, ich gehe da raus und Vollgas und es klappt alles. Und es war natürlich nicht so. Ich habe mich relativ schwach gefühlt, relativ schnell. War draußen ziemlich choppy auch. Habt ihr ja bestimmt alles gesehen in den GoPro-Aufnahmen. Ich weiß halt immer nicht, wie es rüberkommt vorher, weil ich sehe ja nicht, was ich filme mit der GoPro. Und ja, aber war geil. Ich glaube, ich hatte auch ein paar gute Speedruns. Wie schnell das war, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schneller war als 64 km/h, vielleicht 65. Ihr wisst es ja wahrscheinlich schon. In ein paar Minuten wird übrigens die Verlosung aufgelöst von dem Jibeway-Gewinnspiel vom vorletzten Video. Und da werde ich euch gleich nochmal Bescheid geben, was ich so über den Speed denke. Und ja, Mann, das ist das Segel. Ich habe hier noch so ein kleines Trimproblem. Ich habe hier oben ein bisschen zu viel Loose Leash und diese Latte da, die ist mir ein bisschen zu steif. Vielleicht kürze ich die, da muss ich mal gucken. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem ganzen Kit. Danke natürlich an alle Patreons, die diesen Kanal hier tatkräftig unterstützen und das unter anderem möglich machen. Und ja, Mann, morgen geht es auf jeden Fall weiter mit Speed. Morgen ist dann hoffentlich auch Gunnar mit dabei. Und vielleicht probieren wir mal das Speedboard aus. Aber es war heute so choppy, dass ich mich das, glaube ich, fast nicht trauen würde, da mit so einem 50, 40 Liter Board rauszugehen. Aber ja, mal gucken. Ich würde mal sagen, wir sehen uns. Ja, ja. How was your session? Good. Gusti. Gusti? Yeah, you? Yeah, mine as well. Is that all the time? No, I had no, Casper had no gusts. No gusts? Yeah, super stable wind. I was wave sailing on my slalom kit. Would have been better though if I was wearing some Jibeway clothes. Very good, very cheap. Windsurfing clothes. Also, made by Windsurfers. Foilworks, foilworks, foilworks fins. Foilworks. Foilworks fins. Sponsoring, sponsor please. Go quick now. Spread fast please fins. Please donate. Please donate. Sometimes we can jibe. Sometimeswepodcast.com. Check out the podcast. Thank you. Thank you. And, Freunde, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Alter, der hat sie nicht mehr alle, aber... Und ich habe gerade mein Segel hier im Garten aufgebaut. Ich war auf jeden Fall mit dem Trim vorhin auf dem Wasser noch nicht ganz zufrieden. Und ich habe das bis jetzt immer so gehandhabt, dass ich mir gesagt habe, ja, du machst die Videos und so, fahr doch einfach die Segel so, wie sie sind. Aber das ist mir heute so auf den Zeiger gegangen, dass ich mir jetzt gesagt habe, dass ich mich drum kümmere. Und im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass ich jetzt verschiedenste Dinge ausprobiert habe. Und am meisten gebracht hat mir weniger Downhaul zu ziehen. Also ihr seht es da unten. Ich habe 4 cm weniger Downhaul als vorhin jetzt im Segel und das fällt auf jeden Fall schon viel besser da oben im Loose Leash. Das Problem war, dass das Top zu stark runtergefallen ist. Vielleicht fahren wir dann auch mal ein bisschen schneller und ich würde mal sagen, Verlosung lösen wir morgen früh auf. Habe ich heute Abend keine Lust mehr, aber natürlich noch im gleichen Video. Sorry. Und yes, yo. Leute, freut euch aufs nächste Video. Ich bin super gespannt, wie das hier alles wird. Wie gesagt, ich habe das erste Mal das Segel mit dem Originalmasten gefahren, sonst immer irgendeinen Wave-Mast drin gehabt und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Und ja, aber das, schaut mal hier, wenn ich mich hier drauf stelle, das sieht doch schon mal ganz gut aus, was man hier. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh zur Auflösung der Verlosung. Bis gleich.